Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Es ist Abend geworden. Und ich würde sagen, wollen wir durch den Kesselberg gehen oder wollen wir übers Meer oder beziehungsweise übers Wasser? Mehr ist es ja eigentlich nichts. Gehen wir mal in den Kesselberg. Da waren wir ja schon bereits auf Durchreise, um unser Garrosas zu holen. Oder? Was? Nee, um die rote Haut zu holen. Genau deswegen. Und wir werden angegriffen von einem Kleinstein. Das ist ja mal wieder super beeindruckend. Ja, ich glaube, bei diesem niedrigen Level lohnt sich ein Kampf gar nicht. Da fliehe ich lieber. So, hier ist eine Treppe. Die führt uns zu einem Ort hin. Und dort befindet sich ein Äther. Super. Und ein weiteres Pokémon. Ich glaube, das spiele ich jetzt ein bisschen. Ein Golbat Level 13. Okay. Eigentlich gibt es ja Golbat erst ab Level 21. Naja, gut, dann ein Golbat Level 13. Sieht man auch nicht alle Tage. Und hier ist ein Stärkefelsen. haben wir denn Stärke dabei? Ich schau mal schnell nach. Nein, wir haben leider keine Stärke dabei, aber wir können ja. Wir können ja uns dann in der nächsten Stadt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt, ein Pokémon holen, was Stärke kann. Das war, glaube ich, ein Macholo, ne? Nicht wahr? Okay, wieder ein Ratik. Was heißt hier wieder? Das ist. Was rede ich hier für einen Stuss? Ich glaube, ich trinke mal eine schnelle Runde. Moment. Ich mach mir jetzt neben so eine Flasche auf. Eine Cola. So, weil ich habe da gerade was im Hals. Das ist ein bisschen blöd jetzt dann, wenn ich da kommentiere, während ich was im Hals habe. Moment. Okay, jetzt müsste es, glaube ich, wieder besser laufen. So, und wie, was ist eigentlich heute? Bei meiner Uhr Sonntag. Ihr seht den Part ja morgen an einem Montag. Ich tue schon mal voraus produzieren. Hey, Meryl, cool. Haben wir ja noch gar nicht begegnet. Ja, morgen ist Montag, da habe ich viel zu tun. Deswegen, oder beziehungsweise heute ist Montag. Da habe ich viel zu tun. Deswegen mache ich den Part schon vorher. Damit ich morgen oder beziehungsweise heute, nach dem Sport nicht extra nochmal einen Part aufnehmen muss, weil da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust, weil nach dem Sport bin ich meistens total kaputt. Und ja, da noch was aufzunehmen, das ist ein bisschen mühselig. So, hier sind ein paar Tränen, die haben wir ausgelassen. Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Ja, ich bin ein Außenseiter wie Dimo und Sascha. Das ist ja ein Kompliment eigentlich, ne? Dankeschön! Wie findet ihr eigentlich die Außenseite? Ich find's bescheuert. Den den Herbert, den finde ich ganz cool. Und die Hater-Videos, die finde ich am geilsten. So, die Level der gegnerischen Pokémon sind immer noch, normal eigentlich. Also, die haben sich nicht verbessert. So, Level 27. Mein Ziel ist es jetzt, die Pokémon vor der nächsten Arena auf Level 30 zu haben. Ein Nidorino. Das ist die Entwicklung von Nidoran männlich. Das Nidoran weiblich war die Entwicklung von dem weiblichen Nidoran. Nee, Quatsch. Nidorino war die Entwicklung vom weiblichen Nidoran. Und Nidorino ist die Entwicklung vom männlichen Nidoran. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Mann, mein Gott, die Level, die sind doch ein Witz, oder? Warum setze ich Biss ein? Wäre Surfer nicht besser? Egal, dann habe ich jetzt ihn halt gebissen. Okay, Gyarados. Surf ihn. Surf das Internet. Nein, surf Nidorino. Gut, ja, das gibt nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber besser ist nichts, ne? Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Nein, hättest du nicht, weil sonst hätte dein Nidorino oder dein Nidorina scheiß Attacken. Das sage ich im eben Let's Play. 100 Mal, aber es stimmt. Jetzt demonstrierst du die Kraft des Pokémons, das ich gefangen habe. Wer ist denn ein Carpador? Oh Gott, der hat bestimmt einen Carpador. So, jetzt Amadeus. Okay. Waldorfisch, ein Gift-Wasser-Pokémon. Ist schwach gegen Psycho
Boden, Elektro und ja, Pokémon. Okay, was habe ich damit gesagt? Psycho haben wir keins. Elektro haben wir auch nichts. Ich nehme mal Evoli. Evoli setzen wir so selten ein. Gut, Baldorfischs Verteidigung steigt. Aber, zack, jetzt kriegt er erstmal auf die Gosch mit einem Ruckzuck-Hieb. Na komm schon, Evoli, du schaffst es. Wir wollen dich ja schließlich entwickeln. Welches Pokémon Evoli wird, sage ich noch nicht. Das sage ich erst, wenn es dazu kommt. Oder wenn es sich entwickelt. Oder wenn ich es entwickeln will. Oder wenn wir das X-Team dafür haben. Ach, egal. Ach, scheiß drauf. Wenn ich es entwickle, dann entwickle ich es. Punkt. So, mehr müsst ihr jetzt nicht wissen. Aber ich kann ja schon mal einen Tipp machen. Das Pokémon, zu was sich Evoli entwickelt, ist eine Entwicklung von Evoli. So, das war mein Tipp. Na komm, Evoli, sag los. Du wirst von einem Pokémon gekillt, das 6 Level weniger hat als du. Kann nicht dein Ernst sein. So, jetzt. Mann, wir müssen unser Evoli wirklich trainieren. Was? Das kann nicht sein. Doch, das kann es. Mit dem Pokémon, das ich gefangen habe, möchte ich der Champ der Trainer werden. Das ist das Beste an Angeln. Hey, du, möchtest du auch der beste Trainer sein? Dann bist du mein Kamerad. Wenn ich am Wasser noch mehr Items finde, gebe ich dir welche ab. Gib mir doch deine Telefonnummer. Ja. Aus dem Grund, ja gut, ich bin ja nicht so der Fan von Telefonnummern, aber von denen kriegen wir Wassersteine. Und ich glaube, Wassersteine sind gar nicht mal so uncool. Ach, was denn jetzt schon wieder? Ach, ist das schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Bist du ein Hippie oder was? Eine Herausforderung von Hippie. Nein. Ja, fast ein Wanderer. Wolfgang Amadeus. Der vorhin hieß doch Amadeus, ne? Wolfgang Amadeus, dann heißt der nächste Trainer Mozart. Dann passt's. So, ja, ich würde sagen, Dicta ist ein perfekter Gegner für unser Gyarados. Level 14, das ist ein Witz, oder? Die Pokémon der Trainer sind wirklich unterlevelt. Aber es liegt unter anderem daran, weil man diesen Ort auch frühzeitig erreichen kann. Oh, seht ihr, wie wenig Erfahrungspunkte es bekommen hat, ist unser Gyarados. Naja, hoffentlich gibt Plansch da mehr Erfahrungspunkte. Ansonsten muss ich mir was einfallen lassen, wie wir unser Pokémon besser trainieren können oder leveln, whatever. So, wir machen dieses Kleinstein jetzt klein. Der wird zwar scheiße. Und Level Up für Gyarados! Lernst du Drachenwut? Bitte lern Drachenwut! Ja, du lernst Drachenwut! Ach, schön! Okay, dann vergessen wir jetzt die Klatschattacke. Drachenwut vergessen, ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Klatscher, die Useless Attacke Nummer 1. So, jetzt kann Gyarados endlich mal was ausrichten. Oh, Diktri, die Entwicklung von Dicta. Dicta entwickelt sich erst mit Level 28 zu Diktri, das heißt, jawohl, dieses Diktri ist überlevelt. Oder unterlevelt, whatever. Ja, unterlevelt ist es, genau. So, es heißt zwar, drei Köpfe sind besser als eine, aber nicht in diesem Fall. Denn in diesem Fall war Gyarados der Sieger. So. So, was steht hier auf dem Schild? Route 42. Tick City, Mahagonia City. Okay, Mahagonia City ist die Stadt. Und unser Evoli leidet. Och, unser armer Evoli. Unser armer Evoli. Super Deutsch, unser armer Evoli. Hey, zeig mir deine Pokémon, Schwester. Dankeschön, Schlampe. Und jetzt gehe ich. Und da spreche ich schon die nächste Schlampe an. Hallo. Pokémon werden stärker, wenn sie sich entwickeln. Aber sie müssen lernen, neue Attacken. Was? Aber sie lernen auch neue Attacken langsamer. Jo. Ich verhindere, dass sich meine Pokémon zu rasch entwickeln. Ich bringe ihnen verschiedene Attacken bei, bevor sie sich entwickeln lasse. Ja, das ist auch bei Stein so. Habe ich das schon erwähnt in diesem Let's Play? Wie? Team Rocket ist wieder da? Ich sah einige Männer in Schwarz am See des Zorns.
Echt? Oha. Gut, dann wissen wir, Team Rocket befindet sich auf dem See des Zorns, oder? Ja, auf dem See des Zorns, genau. Sind sie wie Jesus. Team Rocket sind die Anhänger Jesus. So, ich zeige euch mal schnell auf der Map, wo wir sind. Wir sind hier. Dann schauen wir mal, was im Radio läuft. Was? Hast du vor, die Gardas am See anzusehen? Anzusehen, ja, stimmt schon. Was ist das für eine seltsame Musik? Das ist der neue Radiosender von... Hört sich an wie Antenne Bayern. Oha. Das ist der beste Sender ever. Besser als alle anderen Sender, die bei mir in Bayern im Radio laufen. Nein, ich will nochmal diesen Supersender hören. Nein, ich will diesen Supersender hören. Die neuesten Trends und Hits von den 90ern, 80ern und die 2000er, whatever. Ich hörte, dass ein rotes Gardas am See erscheinen soll. Das ist seltsam, da schon normale Gardas in diesem See sehr selten sind. Mein Lieblingsprogramm im Radio? Ich würde sagen Pokémon-Musik. Was, diesen Scheiß? Nee, komm, das ist der beste Radiosender, den wir gerade hören. Nein, ich will den Super Radiosender Nummer 1, die besten Hits und Trends von den 80ern bis 2000ern. Hier auf Antenne. Fragezeichen. Auf Antenne unbekannt. Gut, Hallo, hier ist Amadeus. Die perfekte Nacht zum Angeln. Wir sollten endlich kämpfen. Ich angel hier auf Route 42. Schau mal vorbei, wenn du Zeit hast. Nun, ich werde dich treffen. Will er schon wieder kämpfen oder was? Mann, der ist ganz schön nervig. Aber ich habe jetzt keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Was ich zunächst machen möchte ist, ich hole mir unser Habitat wieder ab. Aus dem Grund, weil ich jetzt nach Ducate City möchte und unserem Golbat den Chauffeur geben, damit er unser Pokémon ein bisschen kosmetisch aufpimpt. Oh mein Gott, volles Mädchen. Spiel. So dass es sich zu X-Ball entwickelt. Ja. Na, wo ist jetzt unser Pokémon? Hab sie. Ich hab sie. Ey, was starrst du mich so an? Wie, Team Rocket ist wieder da. Ich sah blablabla. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bah, nichts wie raus aus diesem Haus. Gut, und jetzt hab sie fliegen und du fliegst mal nach Ducate City, und zwar hier. Ich möchte jetzt unbedingt meinen Golbat entwickeln zu X-Bad. X-Bad ist viel geiler, weil es fliegen kann. So, muss man jetzt immer dieses Hapsi mitnehmen. Wo ist denn nochmal der Chauffeur? Ach ja, genau. Hatte gerade eine Denklücke. So, hier drin. Ah ja, da ist er, genau. Willkommen! Ich leite den Pokémon-Saloon. Ich bin der ältere und bessere der beiden Chauffeurbrüder. Ich verleihe deinem Pokémon schöneres Aussehen für nur 500. Na, mach ruhig, meine Fresse. So, Golbat. Oh Mann, sind wir hier im Kindergarten oder was, ey? Ja, Kinderspiel halt, ne? Da muss man die Jugend auch ein bisschen bilden, ne? Mit Schönheit und bla bla bla. Ist ja wie tough für kleine Kinder. So. Okay, fliegen. Und jetzt du fliegst mal. Nein, nicht dorthin. Hier, da, See des Zorns. Nein, doch nicht. Hier, See des Zorns, laufen wir jetzt zunächst hin. So. Okay. Gut, ich möchte jetzt, was wollte ich? Ach ja, Golbat entwickeln. Egal, mit welchen Mitteln. Nein, nicht wohin genau. Nein, auch nicht. Ja doch. Golbat schon. Also gut, ich muss mir angewöhnen, jetzt in jedem Part, den ich hier starte, zu diesem schwulen Modefritzen zu gehen. Damit unser Golbat ein bisschen tuned. So, jetzt gehen wir zunächst mal
Ach nein, ich wollte eigentlich in Kesselberg, oder? Ja, komm, ich gehe jetzt mal in Kesselberg. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt in den Kesselberg. Weil den sieht man so selten in einem Let's Play. Das muss ich jetzt machen. Das ist meine Pflicht jetzt. Weil die meisten, die ignorieren den Kesselberg einfach. Habe ich irgendwie gesehen bei manchen anderen Let's Playern. Weil sie keinen Bock haben auf den Kesselberg. Ja, ich muss zugeben, ich habe auch keinen Bock auf den Kesselberg, aber ich mache ihn. Rein aus Prinzip her. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein Pokémon, das Stärke kann. Welches haben wir denn? Wir haben ein Macholo. Oder ist es Aaron? Moment, Aaron, kannst du Stärke? Ja, genau, das ist Aaron. Ich nehme mal mit. Okay, und jetzt gehen wir in den Kesselberg. Nein, ich nehme keinen Schutz mit, auch wenn ich dadurch verzweifeln werde. Wir haben ja eh eine Speed-Taste, ne? Falls die Pokémon uns nerven sollten. Gut, gehen wir mal hier lang. Nein! Ja, gut, dass wir eine Speed-Taste haben. Nein! Ah, gut, dass wir eine Speed-Taste haben. Nein! Oh, gut, dass wir... Okay, jetzt höre ich schon auf. So, hier war's. Ja, genau. Ein Pokémon könnte das blablabla bewegen. Blablabla Stärke. Aaron blablabla Felsen bewegen. So. Nein! Ratz. Lass mich in Ruhe. Nein! Lass mich in Frieden. Ich weiß, es ist ein bisschen cheaten, aber ich erspare euch nur die Zeit. Weil wenn es, wenn ich das jetzt nicht hätte, die Speed-Taste, müssten wir ständig das hier erleben. Ne, ich müsste dann immer eine Minute warten oder 30 Sekunden, bis wir den Kampf beenden können. Und mit der Speed-Taste erspare ich mir ein bisschen Zeit oder euch ein bisschen Zeit und Nerven. Ein Hyperball. Ja, der Vorteil ist an dem Kesselberg, hier gibt es viele Items. Und noch ein Hypertrank. Ne, Quatsch, jetzt wollen wir einen Hyperball, oder? Ach, keine Ahnung, ich hab's schon inzwischen vergessen. Kurzer Gedächtnis. Kurzzeitgedächtnis. Ja, ey, wo geht's hier? Ach, schon wieder wildes Pokémon, lass mich in Frieden. So. Lass mich in Ruhe. Und dann geht's. Kohle. Meryl. Meryl ist cool. Nein, Sackgasse, verdammte Mist. Ey, das nervt. Zum Glück habe ich die Speed-Taste. Alter, hört auf damit. Ich habe Besseres zu tun. Und ein Trainer. Hey, Randalf. Meinst du nicht Gandalf? Du kommst nicht vorbei. Ah, du bist ein Nerd. Nerd Urban. Urban. Fleckmorn. Also gut, Fleckmorn. Rüsten wir dich? Nee, Quatsch. Wir können dich nicht rüsten. Du bist ja ein Wassertyp. Aber Golbatz. Du könntest ihn vielleicht ein bisschen zerfleischen. Wow. Er spritzt unser Golbat mit Wasser an. Und wir zerfleischen ihn. Das wäre geil, wenn Golbat Knirscher kennt, könnte. So. Das war leicht. Ich habe dich verwechselt. Ich heiße nicht Randalf. Oder Gandalf, whatever. Okay, hier ist nichts. Nur ein wildes Radikal, was meine Nerven strapaziert. Gut, geht's hier. Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja, genau, hier waren ja Items. Das erinnert mich jetzt vom Aufbau irgendwie an die Azuria-Höhle in der ersten Generation. Weil ich den Ort nicht kenne. Ja, gut, die Azuria-Höhle kenne ich schon, aber ich kenne den Besselberg, ja. Ich kenne den Besselberg 0. War da schon ein paar Mal drin, aber meistens ignoriere ich den auch. Aber nur für das Let's Play mache ich den jetzt. Aber nur im Schnelldurchlauf. Gut. Hä? Was ist das? Oh, was haben wir denn da? Unser alter Freund ist da. Hallo, alter Freund. Ich glaube, hier werde ich den Part beenden. Okay, hier haben wir mehrere Möglichkeiten, wie es weitergeht. Ich nehme jetzt mal die Treppe. Hier ist eine Surfstelle. Gut, dann surfen wir ein bisschen herum.
Oh, mehrere Level 20. Nicht schlecht. So, hier. Lasst mich in Frieden. Ein Hypertrank schon wieder. Und jetzt geht's nach Norden. Und hier ist schon wieder ein Item. Ihr seht, hier gibt es eine Menge Items. Und ihr habt die alle nicht eingesammelt für die Leute, die den Kesselberg übersehen haben. Inklusive ich. So. Mann, das erinnert mich an Rechnungswesen, das Wort inklusive. Da muss man immer achten, ob die Mehrwertsteuer zum Beispiel bei einer Aufgabe inklusiv ist oder zuzüglich. Also bei inklusiv ist es schon enthalten, die Mehrwertsteuer, und bei zuzüglich muss man die noch dazu rechnen. Das ist eine fiese Falle bei Schulaufgaben immer, da muss man immer darauf achten, ob da inklusive oder zuzüglich steht. Deswegen benutze ich das Wort jetzt so häufig. Ach komm, lass mich doch in Ruhe, Frieden, Golbert, ich habe genug Probleme, Schule, Sozialleben und so. Hartz IV, nein, nein, soweit noch nicht. Noch nicht. So. Okay, hier geht's zurück. Und hier ist wieder ein scheiß Zubat. Naja, besser als andere Pokémon. Tentacher. Gut, hier ist wieder eine Surfstelle. Lass mich in Frieden, Golbert. Ich will nichts von dir. Okay, hier geht's auch noch weiter. Hier ist wieder ein Item. Also, wie viele Items es hier gibt? Unglaublich. Bald haben wir einen vollen Beutel. Carbon. Need for Speed Carbon. Kennst du das? Geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. So, Carbon geben wir Golbert. Ich will mein Golbert jetzt zu irgendeinem X-Bad entwickeln, egal wie. Gut, das reicht erstmal. Nein, ich glaube, ich sollte jetzt nicht das speeden. Ich überspeed nur die. Das hier. Das speede ich nur. Die ganzen Fenster, die lasse ich noch laufen. Aber die Kämpfe, die speede ich. Weil da wird man psychisch einfach nur wahnsinnig, wenn man ständig. Ah, schon wieder ein wildes Golbert. Ah, schon wieder ein wildes Tubert. Ah, schon wieder ein wildes Meryl. So. Lass mich in Frieden. Ich bin ein Hippie. Lass mich in Frieden. Gut, ihr könnt mir auch noch surfen. Gut, hier ist ein Wasserfall. Ich will da hoch. Warum geht das nicht? Ja, um da hochzukommen, brauchen wir die VM7 Kaskade. Die bekommen wir erst nach der letzten Arena. Oder nach der letzten Arena können wir die erst einsetzen. Das heißt, wir müssen hier später nochmal hin. Und jetzt soll ich noch so Suicune ansprechen? Na komm, ich spreche noch schnell Suicune an. Lass mich. Wobei, wir können es glaube ich schon ansprechen. Wir haben ja einen Pokémon dabei, das zersch. Nee. Hab sie dabei? Nee, wir haben ja einen Onix dabei, stimmt ja. Onix wird wohl kaum Zerschneider beherrschen. Das heißt, ich hole jetzt mein Pokémon, das Zerschneider kann. Nur um Suicune anzusprechen. Gut, die zwei Turteltäubchen, die quatschen noch über ihr Sozialleben. Warum sage ich Sozialleben? Keine Ahnung. Nein, ablegen. Ja doch, ihr da. Was, wir haben Hapsi doch dabei gehabt. Aber ich glaube kaum, dass Hapsi zerschneiden kann, ne? So, okay. Jetzt nehmen wir ein Pokémon mit, das zerschneiden kann. Ich glaube, das müsste unser Clefancer sein, genau. Und dann nehmen wir noch gleichzeitig unser anderes Team-Pokémon mit, und zwar Alpollo deswegen, genau. Nehmen wir mal Alpollo mit. Okay, gut. Jetzt gehen wir zurück zu Suicune. Speeden werde ich das nicht, weil ein bisschen laufen, ne? Laufen ist auch mal schön. Bloß die Kämpfe da, diese wilden. Die nerven schon ein wenig. Auf Dauer. Aber laufen ist völlig in Ordnung. Gut.
Also, Suicune, wir kommen zu dir. Lass mich zunächst diesen Zerschneiderbus zerschneiden. Hey, bleib da! Er ist in Richtung Osten geflohen. Er ist in den Osten geflohen. Wie... Oh, scheiße, wie kann ich das jetzt vergleichen? Ach, scheiß drauf. Wie heißt denn dieser Typ da? Dieser Typ da, der wo von den Amis verfolgt wird. Ach, scheiß drauf. Nein, mein Beutel ist voll. Ach, Mist. Unser Beutel ist voll. Oh Gott, das ist nicht gut. Da muss ich wieder was lagern. In der Box. In die Box, meine ich. In der Box. Also gut, in diesem Part haben wir nicht ganz so viel gemacht. Jetzt lage ich noch die Items ein und dann beende ich diesen Part auch schon. Dann würde ich sagen, wir gehen im nächsten Part in Richtung Norden, zum See des Zorns. Und schauen nach, ob wir auch das Team Rocket wieder finden werden. So, lagern wir zunächst noch die ganzen Items ein, die wir nicht brauchen. Ablegen, was brauchen wir denn nicht? Ja, Gift bräuchten wir vielleicht. Moment, ich mach so, ich verkaufe ein paar Sachen. Aber zuvor... Radio unbekannt, nee. So, das müsste, glaube ich, der Markt sein. Ja, genau. Oh ja, geile Musik! Das ist eine coole Musik. Gabuto ist wertlos, aber Gyarados verkauft sich gut. Oh ja, jetzt versprechen wir den Typ an und holen uns, verkaufen etwas. Und zwar, was verkaufen wir denn? Ich würde vorschlagen, die Aprikoko weiß, denn ich weiß, dass sie weiß ist. Dann noch die paar Bären-Dingens. X-Treffer. Was brauchen wir denn überhaupt nicht? Schlafzeug, weg mit diesem Schlafzeug. Superschutz brauchen wir auch nicht. Nugget ist zum Verkauf da. Jetzt kommen noch die Aprikokos weg. Diese Aprikokos kommen jetzt weg. Oh ja, jetzt beende ich auch gleich den Part. Gut, geile Musik auf jeden Fall, nur für einen Pokémon-Markt. Nur für einen Pokémon-Markt, ein Ding reintun, eine geile Musik. Geil, okay. Wie heißt denn das Haus? Versorgen Sie den leckeren Wutkeks. Ja, Wutkeks, stimmt ja. Wutkeks, 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 ich hab mal Bock auf einen. Heizberg. Ich singe, du bist neu in meiner Onya City. Du musst unbedingt einen Wutkeks probieren. Ich habe da einen dabei. Für nur 300 Dollar gehört an dir. Ja. Mann, was für ein Marketing-Fuzzi. Du lässt gar keine Leute durch, sondern bietet nur den Leuten, den Passanten, seine Waren an. Und lässt sie nicht durch. Na ja, gut, dann würde ich sagen, ich schalte nochmal Radio Fragezeichen an und beende den Part an der Stelle, und im nächsten Part werden wir herausfinden, was sich mit diesen Radio Wellen, sag ich mal, auf sich hat. Also, bis dann. Ciao. Na, Moment, ich muss hier jetzt, okay. Ciao, bis zum nächsten Part. Tschüss, Arrivederci, und Peace out.